Wieso haben wir jetzt die Phaser weggesteckt eigentlich? Weiß ich nicht. Ich war hier was am... Okay. Bei meiner hat ihn ganz weggesteckt gehabt. Beim Scannen. I've got something here. Oh ja. Unbekannte Blutprobe. Blut unbekannten Ursprungs ist über die Wand verteilt. Wunderschön. Darüber unterrichten Sie an der Akademie nicht. Schon gar nicht in der Vorlesung für Ingenieurswissenschaften. Nein, ich kann mit Sicherheit behaupten, dass Blutspritzer von Außerirdischen nicht zum Lehrplan gehörten. Verstehe ich gar nicht, warum. Eine unglaubliche Lücke in einer sonst umfangreichen Ausbildung. Man möge mir nachsehen, dass ich mich mit diesem Thema nicht weiter auseinandersetzen möchte. Wieso eigentlich... an der Wand. Ich sehe es, dass es am Boden klebt, aber naja, gut. Ja. Ist vielleicht... Naja. Ganz doof als Frage. Ja. Bei dir ist das jetzt auch als drittes bei eine unbekannte Bedrohung? Wo muss ich das nachgucken? Bei Escape irgendwo, oder was? Escape, Forschungsdaten. Ja, Moment. Guck ich mal. Ja, das heißt, wir hätten quasi eins vergessen. Demnach. Ja, wir haben sogar auf. Oh Gott, oh Gott. Was? Dann haben wir vorher auch noch was vergessen, oder wie? Ja, auf der Helios war irgendwie wohl auch noch reichlich und viel und so. Gut, dass wir alles vergessen haben. Okay. Ja, die Frage ist bloß, wo? Wir haben doch hier sind wir fast nur mit diesen Dingern rumgelaufen. Ja, hier ja, aber auf der Helios. Aber eigentlich nur so als. Ja, deshalb frage ich ja, warum dieses Mittelding gefehlt hat. Weil, wann war das andere? Das war doch die Leiche, der erste Teil, oder? Das heißt, es hat ja hier erst angefangen. Ja. Das heißt, wir hätten auf dem Weg zwischen hier und da vorne den Blutfleck irgendwas vergessen. Wenn es denn nach der Reihenfolge geht, das war nämlich gerade so die Frage, die ich mir selbst stelle und so. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil sonst hier ist ja sonst nichts mehr, oder? Nö, ich bin schon am Scannen und tun und machen. Ich habe auch selbst hier runter schon mal gescannt, aber da ist auch nichts. Wo ich jetzt... Ja, laufe ich hier mal so. ...sehen würde. Nee. Und hier haben wir überall auch schon durchgescannt. Und hier kommt man ja vermutlich nicht durch, oder? Diese Art Tür oder was auch immer das ist. Nee, oh. Oder vielleicht doch? Ne, wo war der? Da! Ah, das ist bei mir! Boah, was willst du von mir, du Vulkanier? That guy wasn't right in the head. I understand that our lives were at risk, but we must endeavor not to use lethal force. Agreed, we both need to use stun from this point on. Kann das sein, dass der vielleicht der andere Ding ist, den wir noch... Ja, ich glaube auch. I think he's been poisoned. Mhm. Scans show numerous toxins in the adrenal glands and bloodstream. Ich lese mal vor, ja. Infizierte Vulkanier, es reicht dieser Macht nicht, ihre Feinde lebensgefährlich zu verletzen, sie hetzen sie auch noch gegen ihre eigenen Leute auf. Noch ein Grund, weshalb ich sicherstellen muss, dass sie möglichst weit von unserer Ecke des Universums wegbleibt. Aber es ist doch wieder was anderes bei Sets. Ja, das sind zwei Föderationsfeinde. Okay. Mal gucken, was... Vielleicht ist es ja einfach nur... Querfeld ein. Kann auch gut sein, ja. Backspace. Was war Backspace? Vielleicht nochmal. Der Pfeil nach links. Ah, okay, cool. Man kann Upgrades und so... Ja, das meinte ich so. Nämlich. Das hat er mir nämlich gerade empfohlen. Ja. Auf was gehe ich denn mal? Oh, keine Ahnung. Energie betäuben, töten. Okay. Electronic. Elektronik bei Hack- und Umgehungsaktionen verwenden, um sie auf der Stelle zu lösen, ohne dadurch EP zu erhalten. Ja, ist ja auch doof. Ja. Unterstützung, wenden Sie diesen Trikot oder Funktion auf Ihren Partner an, seine Schilde werden geladen. Braucht Trikot oder Energie, die an Energiestation wieder aufgeladen werden kann. Hightech-Doktor, wenden Sie den Trikot oder Funktion auf Ihren Partner an, Ihr Partner wird geheilt, braucht Trikot oder Energie. Und so weiter. Waffenverstärkung kann man sich eh nicht leisten. Granathacker auch nicht. Auch noch zu teuer, auch noch zu teuer, auch noch zu teuer, auch noch zu... auch akustischer Lockvogel.
Granate? Ich habe hier gar keine Granate. Kann das sein? Oder was ist? Warte mal. Granate war bei Kampf ganz rechts. Ach so, sind immer mehrere anwählbar. Ja. Granate. Hacker oder sowas. Da habe ich zum Beispiel Dematerialisierer. Okay. Wenden Sie diese Tricoder-Funktion auf einen ausgeschalteten Feind an. Tarnt den Körper des Feindes, damit er nicht von anderen Feinden entdeckt wird. Da haben wir unterschiedliche Sachen, die wir halt... Ja gut, würde ja im Prinzip ja auch Sinn machen, dass wir unterschiedliche Sachen machen. Mhm. Es ist nur, das sollte man jetzt clever einnutzen. Einnutzen. Einsetzen. Einnutzen? Ja. Ja doch, Granatenhacker doch. Ich bin glaube nur versprungen in der Zeile. Okay, Energie. Also ich glaube, ich gehe auf erhöhte Schussrate. Erhöht die Schussrate in beiden Feuermodi des Captain Phasers. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Ich habe überlegt, ob ich diese Fernsteuerung nehme. Sie erreichen alle Trigoda-Objekte aus viel größerer Entfernung. Dass ich jetzt nicht permanent hinlaufen muss. Oder... Naja, war das bisher jetzt so weit weg, dass man so nah ran musste? Kann natürlich aber auch... oder der Dematerialisierer. Den Feind ausschalten. Also von einem ausgeschalteten Feind tarnen. Um in Sicherheit zu bleiben. Finde ich was besser. Das, was ich gerade hatte, war bei die Fernsteuerung ist bei Elektronik das zweite. Ja, schon gesehen. Dematerialisierung, wenden Sie diese Tricorder-Funktion auf einen ausgeschalteten Feind an, tarnen den Körper des Feindes, damit er nicht von anderen Feinden entdeckt wird, verbraucht. Im Prinzip die Leichen auf die Seite schaffen, sozusagen, um unseren Weg safe zu machen. Okay, so eine Art Splinter Cell Mode, ja. Oder halt die Amnesie-Projektile, dass der Betäubungsschüsse, wo der danach dann nicht mehr weiß, dass jemand durchgelaufen ist. Wo hast du die denn? Alle Betäubungsschüsse aus dem Vulkanphaser verhindern, dass ein getroffener Feind, also bei Betäuben, verhindern, dass ein getroffener Feind nach seiner Erholung in einen Alarmzustand versetzt wird. Ja, wo ist denn das? Bei Betäuben oder wo? Ja, Betäuben in der Mitte. Da ist man mir K.O.-Projektile. Steigert die Wirksamkeit von Betäubungsschüssen. Ja, aber dann wäre das doch sowas, was ich vielleicht als spezielle Vulkanier-Ding nehme. Mhm. Gut, dann nimm du die vulkanische Betäubungsdingsens. Mhm. Dann nehme ich erhöhte Genauigkeit bei den Vollmodis-Kippen. Okay. Bist du betäubt, ja? Nee. Schade. Ich bin auch noch in diesem Modi, also ich sehe nicht, was da draußen abgeht. Ich sehe nur, dass du immer vor mir stehst, glaube ich. Ah nee, das bin ich selbst, das, ich bin nicht der Spiegel. Ich glaube, ich nehme erhöhte Schussrate einfach mal. Okay, ja. Du bist ja eh der Shooter. Als Captain Kirk. Ja, ich bin erst so der erst schießen, dann fragen. Also, wie kommt man jetzt hier raus? Ich schätze mal hier vorne weiter, da wo der auch raus. Nein, aus diesem Menü. Ach so, Escape oder unten bestätigen irgendwo? Ah, okay, ich muss jetzt nur noch ein zweites Mal bestätigen. Okay. Finden Sie Zurok oder Zurok oder? Ja, den Vater von T'Mark. Genau. Okay, hier geht nichts mehr weiter, dann. Ist ja auch nichts mehr. Just to make it extra sure und so. Nee, er scannt nur dich. Oh, guck, das sieht ein bisschen aus wie so ein Schachfeld, ne? Also, ja. Das Display da vom. Und so. Bisschen. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, wenn du auf Vulkan Fahrstuhl fahren willst, musst du Schach lernen. Führt keinen Weg drumrum. Du musst erst gewinnen. Ja. Das kommt da nicht an. Oh. We gotta take him out, but remember, stun only. I would not have it any other way. Ich kann auf Betäuben umschalten. Benutzen Sie den Phaser, um infiziert zu betäuben, und dann gehen Sie nah ran und tippen Sie auf E.
Gut, du betäuben, ich ran und eh. Oh, ja. Okay. Are you sure you want to touch that guy? A mind meld is our only option. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Und? Anything? I have never encountered this before. His mind has been corrupted. Also, I now know the code to that door. Enterprise, we have injured. Prepare to transport. Aye, sir. Everything all right? Yeah, just some Vulcan problems. So, the usual. Also das Übliche, irgendwelche vulkanischen Leichen, ja, nee, ist klar. Na dann. So. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier die Tür öffnen mit dem, was ich gerade mit Gedankenverschmelzung hier irgendwie... Ja. So. Das war ja leicht. Gott sei Dank musste ich mir den nicht merken. I'm detecting several Vulcans behind this door, but their readings are erratic. May I suggest setting our phasers to stun? After all, they are Vulcans. Okay, das heißt, alle nicht töten, oder wie? Würde ich sagen, ja. Habe ich jetzt irgendwo auch gerade gelesen. Sichtfeld des Tricorders. Ach cool, man kann mit dem Tricorder hinter die Tür gucken. Ja, da ist nämlich einer. Wenn... Gut, aber wie schalte ich denn jetzt hier? Ich muss mir ja mal ganz blöd anstellen, trotz... Also Betäubung ist der mittlere Maus... Ach, einfach nur, man muss nicht umschalten oder so, ne? Aufs Mausrad klicken. Quasi. Ah, okay. Okay, macht Sinn, ja. Dann mache ich mal auf, ja? Mhm. Hast du ihn schon im Visier? Geht es überhaupt da gleich? Ja, da ist, aber sind aber zwei. Na komm, schieß! Tippen Sie an? Ja. Ja. Okay. Let's find this Chirac guy and get the hell out of here. Jo. Schön. Das haben wir ja hingekriegt. Zu scannen ist ja nix, nö. Laboratory Surok. Ich glaube, hier sind wir ziemlich richtig. Ja, kann so falsch nicht sein. Oh. Ist hier was? Nein, ne? Nee, ich sehe hier auch. Da hinten ist auch erstmal wieder. Da hinten sehe ich wieder was im Laboratorium dann. Wie kommen wir da hin? Das ist die gute Frage. Können wir hier drüber springen oder? Jo. Okay. Da hinten ist nämlich was. Ja, aber im Nebenraum, ne? Ja. Müssen wir zuerst durch die Tür durch. Die sind glaube für uns, oder? Sonst würden sie schon auf uns feuern. Schätze ich mal. Reagieren nicht. Ich komme. Bin noch ein bisschen orientierungslos, aber ich komme schon. Okay. Dann scannen wir hier. Kommen wir jetzt das hier scannen eigentlich? Ja. Was denn? Achso, das da, okay. Hier hinten. Ich weiß gar nicht, ich bin wahrscheinlich wieder dran, ne? Ich glaube ja. Helios-Gerät. Die Büchse der Pandora. So hätten sie sie nennen sollen. Denn genau die haben die Vulkane mit ihrer Helios-Technologie geöffnet. Möge Gott uns gnädig sein, wenn die Maschine in Hände von jemandem gerät, der nicht nur friedliches Terraforming im Sinn hat. Ich dachte, rote Materie... Das war jetzt... rote scrollt, Moment. Rote Materie wäre schon schlimm genug. Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen, solange es noch eine Erde gibt, auf der ich mich zur Ruhe setzen kann. Okay. Ja. Ja, also runterscrollen geht nicht, da musst du irgendwie mit der Maus und dann diesen rechten Balken, aber sonst gehst du in so ein anderes Menü irgendwie, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, er geht dann einfach in diesem, Forschungsding ein bisschen eins weiter runter und dann, wenn du da noch nichts erforscht hast, dann liest du halt gar nichts. Hier, der große Flachbildschirm hier hat noch was. Helios 1, okay. Aus Respekt für die Vulkanier als Mitglieder der Föderation werde ich versuchen, die objektive Haltung eines Ingenieurs einzunehmen, wenn ich die Helios-Maschine beschreibe.
Ach zum Teufel! Was haben sie sich nur dabei gedacht? Sie bauen ein Spielzeug, um mit der Energie der Sonne eine neue Kolonie zu schaffen. Da kann bestimmt rein gar nichts schief gehen. Nö, natürlich nicht. Hier ist noch was, übrigens. Aber es ist eher. Das ist, glaube ich, die Tür. So ein Maschinchen, ja, ohne Energie. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich erst für Energie sorgen. Hier ist noch was. Im Boden. Wow. Ah ja. Das ist garantiert so ein Deckungsding. Wo man sich hinter und so, warte mal. Es wurde halt auch orange, wenn du es jetzt nochmal scannst. Nochmal drauf gehst. Es ist immer noch orange. Halten zu deaktivieren. Nö, das wollen wir ja nicht. Nö. Lass uns erstmal so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal den Jungs hinterher. Ja. Weil da ist nochmal so ein Ding. Gut. Du fährst hier auch 1000 Türme aus, ne? Ja. Vorne ist auch noch einer. Den mache ich dann mal. Haben wir sonst noch irgendwo einen vergessen? Nö. Sonst noch irgendwas? Das war alles. Ist schon wieder heißt Helios 1 und 3 und 2 gibt's wieder nicht. Ja, ich habe auch schon geguckt, aber die 2 habe ich bisher noch nirgends gefunden. Obwohl hier oben, was ist denn das hier? Okay, das könnte aber auch. Ist auch nochmal was zum Scannen oder? Nee, das ist so ein Lebensding. Okay. Ja. Bosa Ventsu. Spock. Sirak, I am relieved to see you unharmed. This is my commanding officer, Captain Kirk. Captain, this is Sirak. Pleasure. And Tamar? I am here, Father. Tamar, I am pleased to hear your voice. Now what the hell is going on down there? We have been attacked. Creatures of an unknown origin. They emerged from the rip not long after it appeared. What creatures? We have only been able to decipher that they call themselves the Gorn. Spock. We cannot allow the power of the Helios machine to fall into their hands. It would be catastrophic. How would they be after the machine? They could use it to create rips anywhere in the universe. They would be able to attack without warning. Where's the machine now? Further underground, in the colony's deepest labs. I have secured all entries into the lab to prevent the device from falling into hostile hands. Tamar, are you able to provide additional assistance? I can open the fire door that leads further into the labs. After that point, I will no longer be able to assist them. Your guidance is all we ask. Then I advise caution. There are likely to be more infected Vulcans up ahead. Got it. Und schon zieht seinen Phaser wieder. Ja, ich übrigens, ich vermute mal 500, oh, ja. Helios 2, ja. Na komm, scans. So, ich bin wieder dran. Ja. Ich, ja. Ja, ja. Helios-Gerät. Folgendes sollte über die Helios-Maschine gesagt werden. Es gibt einen Grund, warum es bisher niemand ausprobiert hat. Ich habe alle Pläne studiert und ich bin beeindruckt, wie die Theorie umgesetzt worden ist. Doch genau dort liegt auch das Problem. Es ist nur eine Theorie, die erst getestet werden muss und nicht einfach umgesetzt. Einfach, weil es vielleicht klappen könnte. Ich wünsche jedem, der sich zwischen die Vulkanier und eine Aussicht auf eine neue Heimat stellen würde, viel Glück. Okay. Das klingt doch vielversprechend. Ich habe das Gefühl, dieses vulkanische Ding ist wieder so ein Weltuntergangsszenario-Gedöns. Was ist denn jetzt darauf? Ach, nur so. Roundabout 10 Jahre Hollywood-Filmerfahrung. Star Trek zusätzlich noch. Ja. Ja, aber dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben hier soweit alles gescannt oder erkundet. Mhm. Können wir mal mit der Story weitermachen. Ja. Ich würde sagen, hier bei der Tür, die ist jetzt mittlerweile auch... Okay. Wo bist du hin? Hier bei der Tür, die vorhin nicht aufging. Ja, ich schätze mal eher, wir müssen mit dem erstmal mit, oder? Wem? Mit Surok. Wo ist denn der jetzt? Ja, hier oben. Da, wo wir zuerst standen. Wo bist du jetzt eigentlich? Bei Surok, der steht hier nur rum.
Okay, ja, warte mal. Ich denke mal, wir müssen mal wieder so typisch, wie heißt er da? John McCain oder so? McLean? Alles im Alleingang und so. Ja, obwohl, jetzt, nee, jetzt kommt er mit. Wahrscheinlich habe ich wieder gefehlt. Okay. Na klasse. Das ist jetzt auch eher... Ein Raum weiter und schon wieder alle tot. Ich mach hier mal hinter uns zu, ja, dass die Viecher, was auch immer, wenn es jetzt Gorn sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt oder... Oh, die Türen sind ja... Besser ist das, ja. Also hier links geht's auf jeden Fall erstmal weiter. Ja, rechts ist zu. Hier ist auch irgendwas im Boden. Ja, wieder so ein Teil wahrscheinlich, oder? Ja. Ah ja, okay. Macht mir ja schon mal Mut. Was ist das hier? Okay. Kann man sich jetzt dahinter, was ich gedacht habe? Ne, doch ne. Ja, doch so ein bisschen, aber nur einer. Weil ich kann hier dahinter zumindest mal... Hm. Naja, aber hier scheint jetzt auch nichts. You appear to be approaching a disabled door. We'll force it open. Your success is unlikely. The structure of this door is designed for containment. It may be possible to restore power using a spare power cell. I will mark the location of the power cells on your tricorders. Okay, hier ist eine. Ja, okay. Ja, Edmund, stell dich nicht so an. Du bist Vulkanier, du bist dreimal so stark wie Menschen und so. Ja, und? Das Ding ist auch dreimal so schwer wie ihr Menschen. Nee. Die Musik wird schon wieder so... If we move quietly and maintain a low profile, we should avoid detection. Captain, if you must dispatch them, please be merciful. Understood.